Mindener Tageblatt. Seit heute hat die Gourmetmeile in Minden geöffnet. Bis Sonntag könnt ihr hier über 50 Gerichte probieren. Und wir haben uns für euch schon mal umgeschaut. Genau, und wir vergeben heute in drei Kategorien Sterne. Und zwar sind das der Geschmack, die Atmosphäre und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Atmosphäre gibt es von uns ganze 5 Punkte. Der Siemensplatz ist eine super Location, hier ist richtig viel Platz. Die Stände stehen alle wunderbar in der Runde und hier kann man richtig gut rumgehen. Es gefällt uns viel besser als damals auf dem Marktplatz. Ja, und die Stände haben vor allem das Motto Amerika immer individuell umgesetzt. Also manchmal ist man am Strand von Miami oder in Las Vegas im Casino. Also alle haben wirklich tolle Details an ihren Ständen untergebracht und es sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Für die Kategorie Preis-Leistung vergeben wir heute 3 Sterne. Das günstigste Gericht ist ein Maiskolben und das teuerste ist Surf and Turf, also ein Rinderfilet mit Garnelen für 12 Euro. Ach, und da gibt es auch noch Trüffelpommes dazu, also ein sehr exklusives Gericht. Für die muss man etwas tiefer in die Tasche greifen. Genau, aber es gibt natürlich auch Gerichte für 6 Euro. Zum Beispiel haben wir einen ganz leckeren Pulled Pork Burger gesehen, von dem man auch satt wird. In der Kategorie Geschmack vergeben wir 4 Punkte. Die Appetithäppchen, die wir überall probieren durften, haben uns echt gut geschmeckt. Es gab überall was anderes und die Kombinationen waren auch sehr lecker. Genau, aber es gibt einen Punkt Abzug, weil es ziemlich wenig Gerichte für Vegetarier gibt. Es gibt einen Maiskolben, es gibt Trüffelravioli, aber bei den Hauptgerichten relativ wenig Auswahl, deswegen von uns einen Punkt Abzug. Wir sind jetzt durch mit Probieren und haben eine Menge gegessen, aber die Gourmetmeile ist noch bis Sonntag geöffnet und da habt ihr noch genug Zeit, hier alles durchzuprobieren.